Mein Name ist Wolfgang Thum. Ich bin Forstwirtschaftsmeister bei den Bayerischen Staatsforsten hier am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Und mein Name ist Markus Ruf. Ich bin forstlicher Arbeitslehrer, auch hier am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Und wir beide wollen euch heute zeigen, wie leistungsfähig Akkumotorsägen sind. Und dafür haben wir euch drei von der Leistung her vergleichbare Akkumotorsägen mitgebracht, mit denen wir hier im Bestand schneiden werden. Und damit ihr auch einen direkten Vergleich zur Benzinkonkurrenz habt, haben wir natürlich auch eine entsprechend leistungsfähige Benzinmotorsäge dabei. Und dann könnt ihr sehen, wie sich das anlässt, wenn wir solche Dimensionen mit diesen insgesamt vier Sägen fällen werden. Was ist der Vorteil von Akku? Ja, ganz klar, die Akkumotorsägen haben hier auf der Fläche keine Abgasemissionen. Das heißt, ich stehe nicht mehr im Benzinabgas. Die Lärmentwicklung ist deutlich geringer bei Akkumotorsägen und auch die Vibrationen sind weniger als die vergleichbaren Benzingeräte. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine entsprechende Akkumotorsäge und wir werden hier mit Einschubakkus in den Akkumotorsägen arbeiten. Das heißt, das ist einer von den Dingen, die man sich vielleicht ein bisschen angewöhnen muss. Wenn man mit Einschubakkus auf so einer Fläche arbeitet, muss man natürlich entsprechend viele Akkus mit auf die Fläche nehmen, weil das ist eine ganz logische Geschichte. Die Kapazität in einem Einschubakku reicht nicht für einen ganzen Arbeitstag. Das ist aber auch nicht viel anders als bei einer Benzinmotorsäge. Auch da muss ich einen Kanister mitnehmen, um wieder nachtanken zu können. Was ist noch wichtig? Ja, bei den Akkusägen wird gerne vergessen, nach dem Kettenöl zu schauen. Das heißt, schaut vorher, ob genug Kettenöl drin ist, weil das Tanken von Benzin fällt halt weg und dann wird gerne vergessen, das Öl nachzufüllen. Was brauche ich noch, um hier arbeiten zu können? Ich brauche noch einen Fellheber. In diesen Dimensionen ist es recht praktisch, mit dem Fellheber zu arbeiten. Das heißt, den lege ich mir auch bereit. Und natürlich auch bei Akkumotorsägen die ganze PSA-Motorsäge. Extrem wichtig, denn auch die Akkumotorsäge ist genauso gefährlich wie die Benzinmotorsägen. Ja, und bevor ich jetzt anfange und den ersten Baum für euch fälle, sagt euch der Wolfgang noch ein bisschen was hier zum Bestand. Ja, der Bestand, auf dem wir stehen, ist ein kleines bisschen was Besonderes. Wir sprechen da von Schneeheide-Kiefernwald. Das heißt, der Standort selber ist relativ trocken, er ist sehr nährstoffarm und er ist licht. Man sieht das auch, wenn man jetzt da so reinschaut. Ihr seht jetzt da im Hintergrund diese Latsche als lichtliebende Baumart oder Strauchart jetzt auf der Höhenlage. Wir haben da hinten einen Wacholder als lichtliebende Art. Wir haben andere besondere Sträucher da herin. Wir haben aber auch Blühpflanzen, die was ganz was Besonderes sind. Als Beispiel sollte da genannt sein, wir haben da 10 verschiedene Orchideenarten herin. Und das Problem, das wir jetzt da mit der Fichte kriegen, durch das, dass die oft einmal sehr astig ist bzw. tief beastet ist, bringt uns die auf dieser Fläche sehr viel Schatten. Und man sieht jetzt, da wo ich jetzt stehe, das waren auch mal Latschen, die sind halt jetzt einfach durch Lichtmangel abgestorben. Und darum werden jetzt wir zwei die eine oder andere Fichte entnehmen, einfach um wieder ein bisschen Licht auf die Fläche zu bringen. Ihr werdet jetzt dann sehen, wenn der Markus den ersten Baum schneidet, das geht gar nicht so einfach. Durch diesen Standort, wie ich euch gerade beschrieben habe, sind diese Fichten sehr engringig aufgewachsen. Also das Holz ist extrem zäh, das ist schon fast hart. Und da schauen wir jetzt einfach, wie es uns geht. Okay? Aber nichtsdestotrotz, die Ausgangslage ist gleich wie alle Sägen. Und darum kann man das auch recht schön vergleichen. Genau, und der Markus schneidet uns jetzt den ersten Baum. Okay. Obachtem Baumfeld. Okay, das ist jetzt gut gegangen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Baum, den wird dann der Wolfgang für euch fällen. Ja, ihr seht, wir haben uns bei ungefähr gleich starke Bäume ausgesucht. Auf einen Zentimeter hier oder her erreicht es natürlich nicht, aber sie sind ungefähr gleich stark. Den schneidet sie, das ist mein Baum, und ich nehme jetzt die Benzinmotorsäge.
Ja, ihr seht's, auch mit der Benzinmotorsäge, schieß gegangen, passt. Den nächsten Baum schneidet uns jetzt wieder der Markus. Okay, bevor ich jetzt den nächsten Baum für euch schneide, kurz eine Information zum Thema Investitionskosten für so einen Akku. Die Akkus sind relativ teuer, aber ihr könnt für euch selber ausrechnen, ab wann sich die Anschaffung von so einem Einschubakku oder auch mehrere für euch rechnet. Denn in so einen Akku geht etwa eine dritte Kilowattstunde Energie rein. Und die Kilowattstunde Strom kostet aktuell rund 30 Cent. Und wenn ihr das dann vergleicht mit eurem aktuellen Benzinverbrauch für eure Benzinmotorsäge, da kostet so der Liter Sonderkraftstoff aktuell rund 3 Euro, dann könnt ihr euch sehr schnell ausrechnen, ab wann sich die Anschaffung von so einem Akku rentiert hat für euch. Denn bei den Akkusägen ist das Gefäß für die Energie relativ teuer und dafür der Kraftstoff sehr billig. Beim Benzin ist es genau umgekehrt. Okay, und jetzt werde ich mit der Husqvarna hier für euch den Baum fällen. Okay, ihr habt gesehen, das ist jetzt auch gut gegangen und den nächsten Baum, den macht jetzt der Wolfgang wieder für euch. Ja, wie der Markus gesagt hat, werde ich hier jetzt den letzten Baum umschneiden. In dem Fall mit einer Dolmer Akkusäge. Und da ein Wort dazu. Die Dolmer Akkusäge verwendet jetzt nicht einen Akku wie die anderen Hersteller, sondern ich habe zwei. Und da ist es so, das sind Makita-Akkus, das heißt, Dolmer Makita ist kompatibel. Das heißt, ihr könnt jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr daheim einen Akkuschrauber habt, diese Akkus verwenden. Ihr müsst nur bedenken, es wäre gut, wenn es zwei, die gleich geladen sind, verwendet. Weil wenn jetzt einer halb geladen ist und der andere voll und der halb geladene wird leer, dann hilft der andere auch nichts mehr. Okay, also das zu den Akkus. Und eingeschaltet ist, Akkus sind drin und ich packe jetzt da. Oh, wacht!
Ja, ihr habt es gesehen, unsere vier Bäume sind gefallen. Wir haben jetzt mit den vier Sägen geschnitten. Das ist alles so vergleichbar. Gell? Der eine geht ein wenig schneller, weil vielleicht der Baum ein bisschen klein ist. Der andere braucht länger, weil der Baum vielleicht ein bisschen größer ist. Also von dem her ist das alles ähnlich. Aber um einfach das vielleicht noch mal so ein kleines bisschen zu verfeinern, hätten wir euch jetzt einen Wettbewerb vorbereitet und da gehe ich jetzt hin. Okay, der Wolfgang hat schon gesagt, wir haben einen kleinen Wettbewerb für euch vorbereitet. Wir beide werden jetzt von den Stangen hier jeder drei Scheiben runterschneiden, gleichzeitig. Die Stangen haben etwa den gleichen Durchmesser, wir haben die da aufgetrennt. Und ich werde dabei mit der Stiel-Benzinsäge schneiden und der Wolfgang mit der Stiel-Akkusäge. Und ich lasse die noch kurz warm laufen, damit es gleiche Bedingungen hat. Wolfgang braucht nur einschalten und dann legen wir los. Ja, von mir aus können wir es packen. Okay, Wolfgang, bist du mal? Was? Auf die Plätze! Fertig! Los! Wolfgang, da hast du mich abgezogen. Tja, mein Schatz hat das gemacht. Es ist aber auch so, man kann auch durchaus, die Sägen sind nicht so weit auseinander. Und es kommt auch viel aufs Holz an und auch, wie stark jeder drückt. Also so viel Unterschied ist da nicht. Man kann es auch schaffen, dass man mit der gewinnt, aber es ist arg Arbeit, es ist knapp. Meistens, unsere Erfahrung bei diesem Wettbewerb, gewinnt die Akkusäge. Und in diesem Sinne, denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht auch auf Akku umschwenkt oder euch für solche Dimensionen, wie wir es euch gerade eben in der Fällung gezeigt haben, vielleicht auch an eine Akkusäge denkt. Viel Spaß bei der Arbeit und vielleicht ja in der Zukunft auch mit Akku.